Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Rome 2 Total Online Battle meinerseits zum Projekt Road to Glory. Heute gucken wir uns ein Online Battle an mit Thylis gegen die Averna, auch Teil des Streams vom Freitag. Also ihr könnt auf jeden Fall reinschauen, wenn ihr die Sachen live nochmal sehen wollt, die sind ja auch alle online. Dann wollen wir aber mal loslegen mit dem Battle. Ich spiele Thylis, Florian Plays spielt Averna. Was ist an Thylis so besonders? Die Stammeskrieger sind halt dope as fuck. So einfach kann man sagen. Also so eine fucking geilen Krieger sind wirklich schwer, also zu besiegen. Wir haben eine so verdammt gute Rüstung. Und zwar, wenn ich ab und zu mal ein bisschen gähne, ich bin halt gerade aufgestanden und wollte die Online-Battles jetzt noch schnell für das Wochenende aufnehmen, bevor es zu spät ist. Aber schauen wir uns mal die Armee erstmal an, die ich mit dabei habe. Ich spiele mit 6-mal Stammeskriegern, also jeweils 160 Mann. Und einmal Eidgeschworen in der Mitte. Habe dann mit dabei thrakische Krieger, in Summe 2 Stück. Dann habe ich 2-mal thrakische Söldnerpeltasten und einmal keltische Plänkler als Fernkampf. Dann habe ich noch 2-mal gallothrakische Infanterie. 4-mal Freiherbern auf meiner rechten Flanke und 2-mal plündernde Reiter. Wie ist mein Plan? Mit der Infanterie vorrücken und damit kämpfen gegen die natürlich gegnerische Infanterie. Wenn ich diesen Kampf gewonnen habe, die thrakischen, also die zeitgleich die Söldnerpeltasten benutzen, um noch die Eidgeschworenen vorher ein bisschen zu schwächen, aber dieser Kampf soll gehalten werden. An der Flanke zeitgleich sollen die thrakischen Krieger die freien Herbanner aufräumen und die gallothrakische Infanterie soll damit durch, um dann in den Rücken zu kommen. Gallothrakische Infanterie im Rücken tut richtig weh. Warum? Weil diese, wie soll ich sagen, ultra gut ist für den Preis. Also nicht OP, aber sie ist super für den Preis und ist linientauglich. Und eine Linieninfanterie im Rücken ist richtig schmerzhaft. Und da haben wir hier diese gallothrakische Infanterie plus die thrakischen Söldnerpeltasten, thrakischen Krieger, auch die Peltasten würden dann noch durchkommen, darf man auch nicht vergessen. Wir würden auf der linken Flanke voll durchrocken. Damit aber nicht der Eindruck entsteht, wir fokussieren uns zu sehr auf eine Flanke, habe ich auch sehr viele Freiherren auf die Seite gestellt, was ein Abschreck ist für Kavallerie. Und dann haben wir noch die plündernden Reiter, die auch noch ein bisschen die Seite beschäftigen sollten, was ich leider ändern werde, wegen den Hunden hier drüben. Jetzt schauen wir uns mal die Armee an von unserem Gegner. Der Gegner spielt insgesamt, also Florian Plays, 3-mal auserwählte Schwerter, 3-mal auserwählte Speerkämpfer, 1-mal Eidgeschworene in der Linie, 1-mal als Backup den Gen als Eidgeschworener. Dann haben wir 1, 2, 3, 4-mal keltische Steinschleuderer auf der rechten Flanke, 2-mal freie Herbanner, 1-mal schwere Kaff und 1-mal leichte Kaff. Und exakt dasselbe sehen wir auf der linken Seite, nur mit 1-mal freie Herbanner. Aber dafür noch 1-mal Kriegshunde, also wilde Hunde in diesem Fall. Gut. Seine Stärke ist deutlich zu sehen, und zwar auf der Seite hier. Auch wenn die Altgeschworenen hier sind, ist es trotzdem so, dass er theoretisch gesehen hier stärker sein müsste, von der Linie her, weil er dort die Schwertkämpfe hat. Der Kampf aber auf der linken Seite dauert dafür länger. Heißt also, genau auf der, wo wir überlappen wollen, wird es ein bisschen länger dauern und wir müssen halt flott sein in erster Linie. Das ist wichtig. Naja. Fernkampftechnisch ist er uns überlegen, rein von der Zahl zumindest. Kavallerietechnisch ist er uns auch unterlegen, aber das ist überlegen. Ist aber auch nicht schwer. Mit nur 2 plündernden Reiter. Was mir auch wieder mal auffällt, er stellt sich nicht breit genug. Guck ich das mal an. Ich habe meine Linie voll ausgebreitet und habe keinen Support an der Flanke weiter, möchte ich erwähnen. Überhaupt nicht. Und trotzdem würde ich ihn jetzt schon umlappen und ich habe genauso viele Einheiten in der Linie wie er. Also, Leute, gewöhnt euch an. Macht euch breit. Das muss sein. Sonst geht das nicht. Nein, du nicht, Rita. Naja, also das ist sonst ein ziemliches Problem. Ihr kommt sonst nicht damit klar, dass ich an der Flanke euch überlappe. Das ist schon ziemlich heftig. Übrigens, warum die Stammeskrieger so stark sind. Sie haben eine Rüstung von 95. Das ist schon ziemlich heftig. Die leben dadurch ziemlich lange. Aber die Moral, wie wir sehen, nur 50, ist nicht gerade sehr dolle. So, die Truppen sind jetzt bereit. Auf die Flanke rücke ich weiter vor. Die Kaff von mir plänkelt ein bisschen gegen die feindlichen Kavalleristen. So, nach sehen wir es jetzt auch. Wilde Hunde auf dem Weg. Totale YOLO-Situation. Da hätten sie vorher vielleicht mal zurückschicken sollen. Meine Plänklerin vorwärts sollte jetzt eigentlich hier im Beschuss starten, aber ihr seht ja, Rom 2 war der Meinung, nope. Also musste ich mich nochmal kurz zurückziehen. Die thrakischen Krieger gehen jetzt in Position, um zu helfen. Die setzen hier den Angriff auf die Altgeschworenen. Leider ein Ticken zu spät, finde ich nicht gut. Deswegen müsste ich die wieder abziehen hier. Aber wir sehen hier drüben, läuft es gleich gut. Ich schaffe es sogar mit nur
fünf Einheiten, sieben zu binden, was überhaupt nicht gut ist. Meine Stammeskirchen jetzt hier auf der Flanke breiten, können leichte Kraft arbeiten. Der Charge hier bringt übrigens gar nichts. Das hätte schwere Kraft machen müssen. Stammeskirchen haben eine gute Rüstung, deswegen sind die eigentlich ziemlich unempfindlich. Die freien Herbander sind bereit, die Fernkämpfer sind bereit. Und die können jetzt auch hier schön in die Seite schießen, helfen gut. Hier drüben die Stammeskrieger und tragischen Krieger drin, werden natürlich jetzt aufräumen. Hier ist noch ein Stammeskrieger über. Hier haben wir nur die galotragische Infanterie, die galotragische Krieger drin. Auch hier nochmal galotragisch, also die haben keine Chance. Die plündernden Reiter machen jetzt die leichte Kavallerie platt. Meine Fernkämpfer können jetzt helfen, die Kaffee drüben platzen. Wir sehen jetzt hier schon die auserwählten Speerer. Die leiden jetzt schon, weil sie Tatsache eine lokale Unterzahl ist bei denen. Hier aber eine lokale Überzahl ist auf einen Trupp. Also ist schon hart. Guckt euch mal die Moral an von denen hier. 130 Mann haben die noch. Und hier hingegen wird gerockt zum Beispiel. Meine freien Herbaner schließen jetzt hier die Lücke, weil hier Altgeschworene sind. Ich mache jetzt hier einen Charge bewusst, um, da habt ihr es gesehen, diese Pieler zu schmeißen. Ziehe gleich wieder ab und mache denselben Spaß nochmal. Warum? Freiherbeine haben selbst nur schlechte Chancen gegen Eingeschworene. Wenn ihr wollt, dass ein schlechter Trupp, der Pieler hat, viel Schaden macht, so viel wie möglich, dann nutzt die Chance, euch nochmal rauszuziehen und nochmal zu schmeißen, weil das haut richtig rein gegen Eingeschworene. Generell alle Infanteristen. Auch hier drüben sehen wir gerade, die Stammeskrieger, die leiden hart, weil sie in zwei ausgewählte Schwerter kämpfen. Hier hingegen sieht es andersherum aus. Da tut es richtig schwer. Die Stammeskrieger drüben sind auch frei. Die freien Herbeine kämpfen jetzt hier gegen die schweren Kavalleristen, weil hier nicht aufgepasst wird. Das läuft schon ziemlich gut. So, auch hier der Kampf ist schon gewonnen an der Flanke. Ziemlich flott. Jetzt gehen die Infanteristen weiter vor und helfen auch gleich beim nächsten Punkt. Die haben uns noch Stammeskrieger in der Backline. Die mit helfen können. Jetzt können wir nach hinten reinkommen. Support. Hier nochmal die freien Herbaner reingeschickt. Und die Eidgeschworenen haben nur noch 120 Mann. Und das kam mit durch die freien Herbaner hier, was heftig ist. Da können auch zwei freie Herbaner-Truppen anreichen. Die Kraft charge jetzt rein hier in die Fernkämpfer. Zack. Weg sind sie. Die nächsten plündernden Reiter charge jetzt hier auf die Hunde. Damit die möglichst keine so große Gefahr mehr darstellen. Wir sehen es jetzt. Zack. Hunde sind unheimlich anfällig für Anstürme. Wir schauen nochmal rein, wie viele Männer haben die denn noch. Da haben wir sie. Für 58 Hunde noch. Das ist gut, weil die Hälfte davon schon weg ist. Und nur durch diesen einen einzigen Charge. Jetzt lasse ich sie bewusst im Nahkampf drin, weil jetzt rauszunehmen wäre tödlich für meine plündernden Reiter. Die Hunde würden die zerfressen, zerhauen. Wir sehen, die fallen hier immer weiter. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und deswegen macht das ruhig weiter. Meine Infanterie charge jetzt hier den Rücken ein, die Moral bricht zusammen, weil der Gen auch schon ziemlich stark getroffen ist. Auch hier die auserwählten Schwerter werden jetzt von den Peltasten ordentlich nochmal zermalmt. Auch wenn wir gegen einen Trupp gekämpft haben, das tut natürlich noch ordentlich weh. Jetzt kämpfen wir mit den tragischen Kriegern, seltenen Peltasten dagegen. Ist nicht schlimm, tragische Söldner-Peltasten sind im Nahkampf noch ziemlich tauglich. Kein Problem, jetzt kommen die plündernden Reiter dazu, machen weiter. Die Hunde hier drüben haben wir immer noch rumrennen, aber es sind auch nicht mehr viele. Wie viele haben wir noch da? Das will ich jetzt sehen. Wir haben hier noch 20 drin, also keine allzu große Gefahr. Dennoch noch genug für meine Kraft, die jetzt hier 250 Kills schon gemacht hat. Die Infanterie räumt jetzt hier auf, die tragischen Krieger sind im Rücken, schnappen sich die Altgeschworenen. Die nächsten gehen auf den nächsten Trupp rauf, also hier wird jetzt gerockt, was das Zeug hält. Die Altgeschworenen sind schon umzingelt. Und da akzeptiert er jetzt auch die Niederlage der Florian. GG an dich auf jeden Fall, war ein schönes Battle. Auch GG an alle, die ich bisher in Online-Battle gemacht habe in meinem Leben. Dennoch, ich habe es jetzt ein paar Mal vergessen, wollte es aber hier nochmal erwähnt haben. War ein geiles Battle und wir haben hier auch gesehen, was alles funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Klar haben wir hier Stammeskrieger mit wenig Kills, zwar die kaum im Kampf waren. Oder welche, die relativ stark gefickt wurden, aber dann auch wieder welche, die kaum Männer verloren haben und stark gefickt haben. Das liegt daran, dass ich im Endeffekt mit 5 Einheiten nur gegen 7, nee, gegen 8 gekämpft habe. Macht euch breiter, lasst nur einen gegen einen anderen Trupp kämpfen. Ihr habt genug Zeit, an der Flanke dann vorbeizukommen und zu helfen. Das reicht und dann gewinnt ihr den Kampf in der Regel eigentlich auch. Wirklich, das hilft. Ich habe jetzt eine sehr, sehr starke Flanke gespielt. Wir sehen es ja hier, die thrakischen Krieger 208 Kills, 51 Kills. Dann noch die galotrakischen Infanteristen auch nochmal mit 100 Kills ungefähr jeweils. Das haut rein. Und auch die plündernden Reiter haben das Feld gerockt und auch die Peltasten hier. Also alles in allem eine sehr gute Leistung, was die Einheiten betrifft. Nutzt eure Einheitenbreite aus. Reizt das aus. Das ist im Spiel momentan vom Vorteil. Das lohnt sich wirklich. Schauen wir uns mal ja Werner an. Da sehen wir, die Infanterie hat nicht wirklich viel gerockt. Bis auf den Gen, der hat wirklich noch viel gekillt. Das lag aber auch... Ach nee, beide hat geschworen. Der hier hat sogar gut gekillt gegen Stammeskrieger. Nicht schlecht. Der hier hat viel gekillt gegen... Ja, auch gegen Stammeskrieger. Aber auch gegen Freie Herbaner. Und trotzdem hatten die Freien Herbaner viel Schaden noch vorher gemacht, bevor der überhaupt geflohen ist. Finde ich ziemlich gut. Und dann haben wir hier die wilden Hunde, die gar nicht
zum Schuss gekommen sind. Die Kavallerie war echt blöd eingesetzt, aber na gut. Man lernt ja aus seinen Fehlern bekanntlich und das wird beim nächsten Mal auch wahrscheinlich besser bei Florian Plays. Ich hoffe, euch hat dieses Battle gefallen. Abonniert Grimsel, kann ich euch nur empfehlen. Da findet ihr gute Videos, auch in eurem Stil, Online-Battles und Let's Plays zu Total War. Ansonsten natürlich auch diesen Kanal. Hier gibt es nämlich noch viel mehr Content dazu. Auch The Game of Rome ist hier schon ziemlich oft gewesen. Wir sehen uns dann beim nächsten Rome 2 Total War Online-Battle Road to Glory. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.